Nach dem Candy-Video machen wir jetzt mal was anderes, aber dabei wären auch diese Mittel, die wir aus diesen Candy-Farben da verwendet haben, auch eingesetzt. Kann man nämlich auch ganz gut für andere Sachen verwenden, um bestimmte Effekte zu erreichen. Und wir haben jetzt hier wieder eine gefüllerte Platte. Ja, das ist der gleiche Füller wie auf der anderen Platte. Ist eigentlich dieser helle Füller, den haben wir ein bisschen eingetönt mit einer Farbpaste, so ein Spritzschwarz nennt sich das. Das ist auch für einen Geigenbau gedacht eigentlich. Und damit kann man Nitrolacke und so weiter einfärben. Und den verwenden wir dann auch später. Das ist also im Prinzip Candy in Schwarz. So, und dafür, was wir machen wollen, also ich will jetzt mal zeigen, wie man Aluminiumstahl oder so leicht angerosteten Stahl imitiert, inklusive dieser typischen Stahlstruktur, brauchen wir einen dunklen Untergrund nachher. Und darum habe ich den Füller dann schon mal ein bisschen dunkel eingefärbt, weil das macht eigentlich ganz Sinn. So, und jetzt schleife ich den kurz, aber das kennt man ja aus dem anderen Video. Und dann machen wir weiter. So, die Platte ist jetzt geschliffen. Wer nachher seinen Stahl so ein bisschen strukturiert haben will, der muss nur den Füller nicht ganz so glatt schleifen, weil der Füller, der hat ja so eine leichte Orangenhaut. Das ist eigentlich ganz normal, der trocknet ja viel schneller und man macht in der Regel so ein bisschen Kontrollschwarz drauf, also so Matt-Schwarz-Spraydose, damit man beim Schleifen besser kontrollieren kann, ob er glatt ist, weil sich das Schwarz in den Vertiefungen absetzt und man sieht das dann. Und mal gucken, ob man das, ich hoffe, dass man das jetzt sieht. Also da habe ich den jetzt absichtlich nicht ganz so glatt geschliffen. Ich glaube, das sieht man ganz gut im Licht. Da hat er jetzt noch so eine Struktur. Also wer das so ein bisschen nachher strukturiert haben will oder so weiter, der schleift den Füller einfach nicht ganz glatt. Gut anschleifen muss man trotzdem, aber man muss ihn eben nicht ganz glatt machen. Und man macht dann praktisch schon, wenn ein paar Körner drin sind oder so weiter, dann schleift man die kurz raus und lässt das so leicht strukturiert. Das gibt dann hinter bei dem Stahl vielleicht auch noch einen ganz schönen Effekt. So, und nächster Arbeitsschritt ist erstmal wieder alles schwarz machen. Basislack, allerdings ein bisschen dicker das Ganze, weil da brauchen wir ein bisschen Material drunter, damit wir nachher nicht so schnell durchkommen bei dem, was wir dann machen. So, die Platte ist schwarz, ist auch gut trocken, lang genug abgelüftet bzw. trocknen lassen, den Basislack. Für das, was ich jetzt vorhabe, brauche ich ein ganz feines Silber. Entweder man nimmt den, also es sollte relativ fein sein und recht hell. Entweder nimmt man ein Feinsilber irgendwo aus einer Mischanlage. Ich nehme in meinem Fall von Mipa das Vichrom. Das ist so, ja, das ist so ein Chromersatz eigentlich, aber ja, man kommt eher so an poliertes Aluminium dran, wenn man das auf dem glänzenden schwarzen Untergrund spritzt. Aber man kann das ganz gut auch also als für andere Effekte als Basislack nehmen. Und für das andere, für den Stahl, dann nehme ich wieder dieses Standard-Grobsilber, was wir im anderen Video schon hatten. Decke ich jetzt drei Streifen ab. Und ganz wichtig ist, den Basislack recht stark verdünnen. Und lieber mehrmals hauchdünn drüber gehen, sodass es gerade eben deckt. Das ist wichtig für den Effekt, wo wir dann haben. Oder haben wollen, halt machen. Da habe ich jetzt das Silber drin. Schon mal. So, jetzt ist die Platte Silber. Also relativ dünn, so dass es gerade eben deckt. Und wenn wir jetzt so Metall haben, egal jetzt ob Stahl und so weiter, dann sieht man da immer so Spuren. Das ist halt vom Walzen. Diese typische Metallstruktur. Und die müssen wir jetzt so ein bisschen nachempfinden und dann färben wir das Ganze einfach ein. Und das ist nämlich auch der Grund, warum da ein Schwarz drunter ist, weil wir kratzen jetzt das Silber, kratzen mal leicht an,
dass dieses Schwarz so ganz eben sichtbar wird. Und dann wird es nachträglich noch ein bisschen eingefärbt in den passenden Farbton. Ich habe jetzt dummerweise ist meine Messingbürste, die ist irgendwie verschwunden. Aber ich habe hier so, es geht genauso gut. Das ist hier so kleine Messingbürsten, die sind für einen Dremel eigentlich gedacht. Kann man auch verwenden, weil das ist nicht so, eine Drahtbürste wäre zu scharf. Die macht zu tiefe Kratzer rein und so Messing ist eigentlich ideal. Entweder nimmt man sowas oder man könnte auch, was man auch nehmen kann, ist zum Beispiel eine feine Stahlwolle, geht genauso. Und jetzt muss man nur gucken, dass man das praktisch immer schön sauber in Längsrichtung zieht, damit man da so eine Struktur reinkriegt. Ja. Nur so, wenn man darauf achtet, dann sieht man, wie viel Druck man braucht, so ganz vorsichtig. Und macht dann so ganz leicht in die Oberfläche so leichte Kratzer rein. Wenn man das jetzt von der anderen Seite aussieht, dann kann man das ganz gut beurteilen. Weil dann sieht es nämlich schon so ein bisschen gräulich aus. Ja, also entweder wie gesagt mit so einem Messingteil oder mit Stahlwolle. Also gröberes Schleifpapier ist wahrscheinlich schon zu grob und hat man auch zu viele. Also und es geht eigentlich mit so Messingbürsten ist es perfekt. Kann man sich auch irgendwo aus dem Baumarkt eine holen oder so. So, und jetzt zeige ich das gleich mal hier von der Seite und dann sieht man das nämlich schon, dass es so eine leichte Struktur ergibt. So, aus dem anderen Blickwinkel, da sieht man jetzt schon die Kratzer ganz gut. Ja, das sieht jetzt schon so ein bisschen nach Metall aus. Und das machen wir jetzt einfach auf der ganzen Platte und dann wird es nur noch unterschiedlich eingefärbt. Da hinten ist jetzt dieses helle Silber, was dann nachher das Alu ergibt, da machen wir das genauso. Also ich tue jetzt erstmal die ganze Platte so bearbeiten und dann färben wir das ein und gucken mal, wie es dann ausschaut. Ich habe jetzt hier so ein Flacheisen, da kann man das ganz gut sehen. Das habe ich jetzt mal ein bisschen abgeschliffen. Und da ist jetzt richtig so richtig blank, aber es wirkt auch nicht so silbrig wie das Silber da. Sondern es hat so einen leichten Graustich, so leicht blau-grau. Und hier, das sieht dann eher schon so aus wie so leicht angelaufenes Metall. Und das ist dann schon eher grau. Und man sieht dann schon auch diese Struktur da im Metall. Und das ist das, was wir da nachgemacht haben. So, und da gehe ich jetzt mit diesem, ich habe da diesen 1K-Klarlack hier, dieses Spritzschwarz reingemacht, damit das so, ja, so eine Lasur gibt. Und damit überspritzen wir das jetzt ganz vorsichtig, wenig Druck und ganz wenig Material, so ganz langsam rantasten. Auch mit einer feinen Düse, mit einer 0,8er. Man könnte es auch mit der Airbrush-Pistole, weil dann wäre es dann noch feiner. Allerdings, wenn man größere Flächen macht, macht das mit einer Mini-Jet natürlich mehr Sinn. Also da oben jetzt bei dem Alu, weil das relativ schmal ist, das mache ich dann mit der Airbrush-Pistole, weil da der Streifen doch relativ schmal ist. Und jetzt machen wir das erstmal da dran. So, ich habe jetzt schon was drin. Leicht einfärben damit. Jetzt kriegt das so einen leichten, so einen Grau-Stich. Aber die Struktur sieht man trotzdem noch darunter. Weil das Material ist ja durchscheinend. Und je nachdem, wie man drauf guckt, sieht man natürlich auch diese typische Metallstruktur. So, jetzt zeige ich das Ganze mal in der Nahaufnahme, wie das wirkt. Also wenn da das Licht passend drauf fällt, dann sieht das schon aus wie Stahl. Das ist eigentlich so der ganze Trick. Vor allen Dingen, man beschädigt damit nicht den Untergrund, da fängt nachher nichts an zu rosten. Man tut das dann später beschichten mit einem. So, jetzt habe ich gerade das Papier weggemacht.
Das ist Silber vorher und das ist das, was wir gerade eingefärbt haben. Jetzt sieht man ganz krass den Unterschied. Das ist schon fast zu dunkel. Und da oben ist das ganz helle Silber. Das machen wir jetzt gleich mal mit der Airbrush-Pistole. Und das tun wir mal ein bisschen rötlicher. Einfärben, also so rostbraun, so ganz leicht. So, jetzt machen wir das Alu. Dafür habe ich das jetzt in die Airbrush-Pistole gefüllt, weil das ein bisschen feiner ist als Gold. Da müssen wir nämlich eigentlich nur ganz wenig drüber. Nur eben gerade so brechen, dieses helle Silber. Und dann kriegt das so einen leichten Alufarbton. So wie gebürstetes Aluminium. Muss man am besten einfach mal testen an verschiedenen Mustern, was einem da am besten gefällt. Man kann jetzt da diese Dinger noch feiner machen, wenn man sie zum Beispiel mit Stahlwolle macht. Dann gibt es noch mehr Kratzer, noch feiner. Ich habe jetzt hier unten noch ein bisschen von dem Originalsilber drunter, also abgedeckt, damit man da den Farbtonunterschied auch gleich sieht. Also die Airbrush-Pistole, die zerstört das halt schon ziemlich fein. Ups, so. Schauen wir mal. Dann nehmen wir das mal kurz weg. Nur gerade die Pistole auf die Seite hin tun. Ups. Ja. So, jetzt ziehen wir das mal ab. So. Und jetzt sieht man da schon den ganz leichten Unterschied noch. So, jetzt tue ich das mal. Da haben wir jetzt das da. Moment, jetzt ist es gerade noch scharf stellen. Wenn man das jetzt. Durch diesen leichten Blaustich kommt das im Alu schon recht nahe. Jetzt machen wir unten noch das Rostige. So, da habe ich in der Pistole immer noch dieses Grauschwarz. Und jetzt tue ich von dem Orange, wo wir letztens da gemacht haben, tue ich jetzt einfach mal einen Schuss dazu. Ich habe das in den kleinen Flaschen schon. So. Und zum Mischen halte ich jetzt einfach vorne einen Zeber vor. Ich mache es jetzt allerdings nicht über der Platte, weil es kann manchmal sein, dass es aus der Pistole rauskommt. Das halte ich vorne einfach zu und mische das in der Pistole. Man sieht ja ganz gut, wie das jetzt blubbert. So, und jetzt haben wir, wenn man jetzt an der Pistole am Rand sieht, da sieht man das schon so röstlich, also rostfarben mit einem leichten Graustich. Und das tragen wir jetzt mal darauf. So, ich habe jetzt nur auf dem Papier schon mal ein bisschen vorgesprüht, zum gucken, wann das Rötliche kommt. So, dann sieht man das auch ganz gut. So, und jetzt tragen wir das mal auf. Ja, ich glaube hier im Licht so von schräg sieht man das ganz gut. Kann man jetzt natürlich mit den Farben kann man ein bisschen rumexperimentieren. Man kann auch einen Schuss Rot dazugeben. Dann wird es noch bräunlicher. Das hat jetzt vielleicht noch einen leichten Stich. Nehme ich noch ein bisschen Rot dazu. Moment. So. Ja. So. So, jetzt kriegt es wieder einen ganz anderen Effekt. Da habe ich jetzt ein bisschen dunkler gemacht. So, jetzt machen wir das. Jetzt haben wir gleich noch was. So, jetzt habe ich das wieder abgedeckt. Da unten haben wir immer noch das Silber. Dann halte ich das mal. So, mal gucken. Na, ich glaube, so sieht man die Struktur ganz gut. So, und das ist jetzt eher so ein rostbraun.
Je nachdem, wie das Licht einfällt, sieht man das ganz gut, jetzt die Struktur. Wenn man jetzt mit den Farben noch ein bisschen rumspielt, dann kann man auf die gleiche Art und Weise auch noch Kupfer. Ich hab jetzt da hinten mal ganz bewusst so ein paar Flecken drauf gemacht, also da ein bisschen dunkler. Ne? Also man sieht unten drunter immer noch die Struktur und habe da jetzt auch mit dem Basislack mal ein bisschen mit einem C-Basis angefeuchtet, leicht drauf rumgetupft, dadurch löst sich dann oben die Schicht wieder und das Silber kommt kurz durch. Und dann spritzt man nochmal leicht ein bisschen von dieser Lasur drüber. Dann gibt das auch noch so solche fleckigen Effekte. Also da muss man einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man mehr von dem Orange, vielleicht noch einen Schuss Gelb dazu gibt, dann kommt man so richtig in so Kupfertöne. Wenn man das jetzt so im Licht dreht, dann sieht man das ganz gut. So, jetzt mal gucken, jetzt mal sehen. Ich glaube, jetzt sieht man es eigentlich schon besser vom Farbton her. Ich habe das jetzt noch mal ein bisschen, weil mit der Kamera das immer einzufangen ist echt schwierig. Das muss man schon live sehen. Und jetzt kann man praktisch, da ist ja jetzt diese Lasur wieder drauf. Und wenn es einem noch nicht gefällt, kann man natürlich jetzt auch wieder mit dem Messingdrahtbürstchen sogar noch nachbearbeiten, so ganz leicht. Und das, man kratzt dann praktisch die oberste Schicht, kommt wieder auf Silber und unten drunter ist das Schwarz. Da muss man einfach ein bisschen mal mit Gefühl dran gehen. Man kann sich da so schön langsam rantasten, ohne dass man im Prinzip den Untergrund, wenn der jetzt echtes Metall wäre, würde man den gar nicht verletzen. Das heißt, da unten drunter kann dann gar nichts rosten. Und so kann man dann auch komplette Flächen machen. Das ist also gar kein Problem. Und jetzt kommen, wenn dann wieder ein bisschen das unter Umständen das Schwarz durchkommt, dann wird es insgesamt ein bisschen dunkler. Ja. Und dann kommt man der Sache schon recht nahe. Also wenn da kommt jetzt, macht man am besten einen seidenglänzenden Klarlack drauf, weil Metall ist ja nie hochglänzend, sondern das hat ja, ist auch nicht richtig matt oder in seltensten Fällen, sondern es hat immer so einen leichten Metallglanz und das kommt so diesem Seidenglanz am nächsten. Dann nimmt man so einen Seidenglanzlack, spritzt den über und das ist komplett geschützt und da kann da gar nichts mehr passieren. Da ist jetzt schon Lack drauf. Also das ist dieses ganz ultra feine, das ist dann das dunkle. Ja, mal gucken. So, dass man eher dieses leicht rostige. Also das täuscht jetzt ein bisschen von den Farben her. Mit der Kamera, also bei Kunstlicht, ist immer schwierig. So, und jetzt haben wir da, das geht dann schon Richtung Kupfer da. Da hinten schon. So richtig, jetzt trocknet das nachher natürlich noch seidenglänzend auf, weil jetzt glänzt es noch ziemlich stark, weil den habe ich eben gerade erst aufgespritzt, der ist noch ganz frisch. Also bei den Farbtönen und bei dem Untergrund kann man natürlich auch noch variieren, also entweder ein Schwarz nehmen, ein Dunkelanthrazit, also indem man das Schwarz ein bisschen mit Silber aufhält, das muss man einfach mal durchtesten, was einem da am besten gefällt oder in welche Richtung der Effekt halt gehen soll, aber so von der Arbeitsweise her ist das eigentlich immer identisch. Und ja, also das ist jetzt zum Beispiel, da ist jetzt wieder nochmal mit so einem helleren Silber bespritzt worden, sieht auch wieder ganz anders aus. Einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, kann man also nicht arg viel falsch dran machen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert einfach den Kanal. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare.